Vielen Dank für die Einführung. Lass mich zuerst sagen, als ich meinen Vortrag hier eingeschickt habe, habe ich nicht erwartet, dass ich in so einen großen Raum komme mit so vielen Zuhörern. Egal, jetzt bin ich hier. Zuallererst, das ist kein Talk für OpenWRT-Entwickler. Das technische Level ist wirklich eher sehr abstrakt, eher philosophisch hier. Aber ich hab darüber nachgedacht. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass das der wichtigste Punkt ist, den ich hier vermitteln möchte für euch. Ich denke, es ist nicht nötig zu sagen, dass wir alle daran interessiert sind, Technologien, Kommunikationstechnologien zu entwickeln, die direkter und authentischer Kommunikation erlauben. Wir brauchen mehr Dinge auf der rechten Seite und weniger Abhängigkeiten von Infrastruktur, wie man es auf der linken Seite sieht. Das Problem dabei ist, zum Beispiel in WLAN-Mesh-Netzwerken, wo das sehr einfach zu erreichen ist, es gibt immer ein Interferenz-Limit-Problem, in dem man schnell reinläuft. Und die Netzwerkleistung hängt nicht ab. Es stellt nicht Distanzen, die klein genug sind, damit man wenigstens ein bisschen der Signale übertragen kann. Es geht vielmehr darum, dass viele Übertragungen in einem geteilten Medium übertragen werden. Und jedes drahtlose Netzwerk am Ende irgendwie Interferenzen als Probleme hat mit einer ansteigenden Zahl von Netzwerkknoten. Es ist auch analog zur Gesellschaft, denn wir fangen gerade an, unsere Gesellschaft ist abhängig von Anhängen. Die Technologie, die wir natürlich benutzen, um Mesh zu benutzen, ist IEEE 802.11 WLAN, also wir sagen auch Wi-Fi, obwohl das ein Trademark-Name ist. Und die Verbindungsgeschwindigkeiten für diese Protokollfamilien, die anbieten, steigen monoton an. Es ist seltsam, die Graphen anzugucken, die die Durchsätze anzeigen. Obwohl die Hardware immer irgendwie lustiger aussieht. Aber was soll's, das ist die beste Technologie, die wir zurzeit haben. Und wird durch Moore's Law extrem billig und sehr leistungsstark. Und sie braucht etwas, um zu funktionieren, und zwar freies Spektrum. Insbesondere 802.11ac nutzt verschiedene Kanäle gleichzeitig. Dieses Spektrum aus den USA, um 1 Gigabit zu übertragen, braucht man 160 bis 180 Megahertz an freiem Spektrum. Im 2,4 Gigahertz Band. Ich mag drahtlose Mesh-Netzwerke. Vorhergehenden Talk haben wir uns darüber unterhalten, was man mit Meshes überhaupt machen kann. Diese Liebe für Mesh-Netzwerke, die ich habe, hat mich dazu verleitet, mich damit zu befassen, wie man solche Mesh-Netzwerke verbessern kann. Es gibt viele Aspekte, die man verbessern kann. Hier haben wir eine erste Übersicht, wie man das kategorisieren könnte. Einerseits gibt es Rate- und Energiekontrolle, Prozesse, die nicht wirklich standardisiert sind, mit denen sowohl Mesh als auch andere Netzwerke verbessert werden können. Ich habe auch an andere Dinge gedacht, wie zum Beispiel Network Coding.
Und ich hatte die Gelegenheit, mich mit Congestion Control, also Verstopfungskontrolle, zu befassen. Und zwar insbesondere im automobilen Mesh-Kommunikationsfeld, wo solche Staukontrolle wichtig ist. Über die Jahre, während denen ich mich damit befasst habe, ist mir etwas aufgefallen, das komisch ist. Und zwar wissen wir, dass diese Netzwerke durch Interferenz begrenzt sind, aber wir verfügen nicht über Möglichkeiten, diese Interferenzen zu messen, während wir in einem solchen Netzwerk teilnehmen. Um ein solches verteiltes System robuster zu machen oder genügend robust zu machen, müssen wir eine Möglichkeit implementieren, einen Weg implementieren, mit dem wir direkt messen können, welches Frequenzspektrum in unserer Umgebung in diesem Moment verfügbar ist. In diesem Raum hier zum Beispiel wird das 2,4 GHz Band völlig überflutet sein mit Signalen, wegen der starken und normalen Aktivität, die mit den Access Points in diesem Raum stattfindet. Wo in unseren Geräten können wir diese Aktivität sehen? Viele von euch werden jetzt denken, ja, mein Gerät kann diese Information dekodieren und deshalb denken Sie auch, so können wir das messen und so können wir feststellen, welche Aktivität in diesem Raum tatsächlich stattfindet. Aber weil eine verteilte Koordination stattfindet, während wir das Medium beanspruchen, eine Distributed Coordination Function, können wir das nicht. Diese DCF verwendet Listen before Talk und bildet eigentlich die menschliche Kommunikationsform ab. Man nimmt mehrere Geräte, stellt diese in einen Raum, sie hören, ob auf dem Medium Aktivität herrscht, und wenn sie nichts hören, dann sprechen sie. Wie ein Mensch, der hört, ob ein anderer Mensch in diesem Raum spricht und erst dann spricht. Weil das über den Raum verteilt ist, hat jetzt aber jedes Mitglied eine unterschiedliche Perspektive auf die Situation und weiß nicht so genau, bin ich jetzt gerade in der Lage zu sprechen oder nicht. Und es gibt dann sozusagen eine Machtschwelle. Das funktioniert, 90% der Geräte funktionieren so, über diese Machtschwelle, die definiert ist. Und jeder Knoten wartet eigentlich sozusagen so lange, bis die Kanalpower unter diese Machtschwelle kommt. So funktioniert das. Zum Beispiel zeigt diese Darstellung diese spontane Power an einer Antenne, Eingangsantenne. Das ist kein echtes Messen, kein echtes Messergebnis. Ich habe sozusagen eine Messung genommen und das dann aber ein bisschen bearbeitet. Es ist keine echte Messung. Aber man sieht diese Blöcke, wo Transmissionen stattfinden, und die grüne Linie ist sozusagen das könnte die Schwelle sein für unser Power-Empfangsgerät, Leistungsempfangsgerät. Vielleicht ist nicht ganz klar, aber es gibt viele Überlappungen an vielen Stellen. Es ist ein verteiltes Phänomen, es gibt keine Schlotstruktur. Jeder hat eine unterschiedliche Perspektive auf die Situation. Wenn du eine klare Diskussion in diesem Raum haben willst, dann wird das ganz schön anspruchsvoll. Also ein echter Empfänger, der versucht zu verstehen an den Teilen, die sich nicht überlappen, was
er versteht und nach oben weiterleitet, ist eigentlich nur das, was er dekodieren kann. Und das ist eigentlich das grundlegende Ding, also der wichtige Punkt, den ich hier machen möchte. Die gesamte Kanalauslastung der Empfänger, was er weiterleitet an den höheren Level, der will nicht wissen, wie der Kanal ausgelastet ist. Es gibt also einen Informationsverlust die ganze Zeit. Unsere Geräte funktionieren momentan genauso. Also was du verstehst, kannst du weiterleiten. Und der philosophische Teil hier ist irgendwie die Medientheorie, ist Schlüsselwort Marshall McLuhan. Alle Technologie, die wir entwickeln, erweitern unsere menschlichen Fähigkeiten. Und wenn man darüber nachdenkt, kabellose Kommunikation ist irgendwie auch eine Erweiterung unserer Ohren und unseres Mundes. Und diese Verhaltung ist irgendwie vergleichbar mit dieser Situation. Wir haben Ohren im 2,5 GHz Spektrum und manchmal hören wir eben in einem vollen Raum irgendwie gar nichts, aber irgendwie hören wir dann nur das, was die Leute direkt neben uns in unsere Richtung schreien. Aber wir hören nicht die Aktivität im Raum. Wir suchen nicht nach anderem Input, weil wir das nicht wahrnehmen. Das ist ziemlich viele Worte, um eigentlich zu sagen, wir haben jetzt einen Patch für OpenWRT, der einen Echtzeitgraph anzeigt, bevor man eine Verbindung erstellt, bevor man sich irgendwo verbindet oder verknüpft, wie man in dem dritten Graph neben den zwei alten Graphen das genau zeigt. Das ist die Auslastung auf diesem Kanal über Zeit. Das ist das Aktivitätslevel auf diesem Kanal. Ich habe darüber nachgedacht, eine Demo zu tun, aber zu zeigen, aber das nimmt zu viel Zeit weg, deswegen zeige ich einfach nur Bilder. Wir nennen das QBSS, Load-Auslastung. Aber was wir jetzt hier sehen können, ist die wirkliche Kanalauslastung. Was sind die Ressourcen, die überbleiben, um Kommunikation zu betreiben? Und das hat viele nützliche Anwendungen, einfach alleine, weil man es beobachten kann. Und wir haben darüber nachgedacht, Mensch, könnte es nicht besser sein, wenn wir diese Situation über diese Situation informieren? Also eigentlich war die richtige Überlegung, jetzt können wir es auf unserem lokalen Knoten beobachten, aber es ist immer noch schwierig, das an Clients zu kommunizieren, die mit mir sprechen wollen, an uns sprechen wollen. Jetzt brauchen wir also einen Weg, wie man diese gemessenen Daten verteilen kann, um eine globale Ansicht über die verfügbaren Ressourcen in diesem Raum anzuzeigen. Also sollten wir das irgendwie broadcasten unter der Benutzung von Beacons. Und es stellt sich heraus, wenn man in die Standarddokumente guckt, dann gibt es da auch schon einen Weg, um genau das zu tun, nämlich Broadcasting von Kanalmessungen. Das nennt sich QBSS-Load, ein standardiertes Format, wie man das für jedes Beacon bekommen kann. Man fügt 7 Byte dazu für jedes Beacon und Access Points in Infrastruktur-Mode oder Ad-Hoc-Noten selber kriegen dann 7 zusätzliche Bits. Und also haben wir versucht, diese Funktionalität im OpenWRT-Software-Stack zu implementieren. Dabei haben wir gesehen, dass einige Access Points, insbesondere Enterprise Geräte von Cisco, das bereits tun. Sie tun das, um die Quality of Service, also die Servicequalität von Voice over IP zu verbessern. Also haben wir versucht, genau diese Funktionalität in einem offenen Software Stack abzubilden. Daraus resultiert ist ein Patch, der ganz kurz ist, eigentlich.
Das Problem ist, ich habe einen Hintergrund in Elektroingenieurwesen, Elektrotechnik, bin aber ein mäßig kompetenter Programmierer. Also haben wir eigentlich in unserer Arbeit so ziemlich alles Programmiertechnische falsch gemacht, was wir falsch machen konnten. Aber wir waren abenteuerlich genug, Arthur, Lena und ich, hauptsächlich Arthur Lena, der das ganze Lob für den Patch verdient. Wir waren naiv genug, um unseren ersten Versuch am Wireless Battle Mesh vorzustellen. Und ich werde niemals das Gesicht vergessen, dass unser Patch in der Situation an diesem Battle Mesh eine völlige Kernel Panic auslöst. Anyway. Deshalb tut es mir leid, diese Idee damals vorgeschlagen zu haben. Aber trotz diesen anfänglichen Schwierigkeiten, nach einigem Polish, waren wir in der Lage, einige Entwickler von Untersystemen zu überzeugen, dass sie diesen Patch übernehmen. Was wir tun, ist etwas ziemlich Außergewöhnliches. Wir passen Felder in einem Beacon-Signal über die Zeit an, die sich dann verändern. Deshalb ist es ziemlich ungewöhnlich. Es resultiert aber darin, dass man in einem Tool, wie zum Beispiel dem Horst, diesem Tool, das ich euch hier zeige, die Signalstärke sieht. Geschrieben hat es Bruno. Und es ist ziemlich nützlich, um die Signalstärke in Mesh-Netzwerken zu sehen. Der Teil auf der rechten Seite ist neu, diese Sternchen. Von der Perspektive der MAC-Adressen auf der linken Seite sieht man auf der rechten Seite die Interferenz, die Sie sehen. Das heißt, mit diesem Tool und den angepassten Beacons kann man mit einem normalen Wi-Fi-Gerät lesen, welche Interferenz welches Gerät in diesem Netzwerk sieht. Und man sieht auch, dass die unterschiedliche Werte sehen. Das ist eine perfekte Demonstration davon, dass es ein verteiltes Netzwerk ist und jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung der Interferenz hat. Wieso ist das alles so relevant? Es ist relevant für die Fälle, die im Intro bereits erwähnt wurden. Es ist auch relevant für eine andere Sache. Und zwar den Grund, wieso dass ich diesen Punkt hier mache. Zurzeit gibt es viel Aktivität rund um die das UNII-Band, die 5 UNII-Bänder, das 5 GHz-Band, genau. One part of it is due to the cellular industry. Ein Teil ist von der Mobilfunkindustrie. Die sich momentan konkret damit befasst, diese lizenzfreien Bänder mit LTU einzusetzen. Es wird eine Frage sein, ob die Regulation es zulassen wird, dass ein lizenzunterstützter Zugriff auf diese Bänder möglich sein wird. Aber das ganze Ziel ist es, dass man mehr Kontrolle haben wird. Die Mobilfunkindustrie versucht also nach Wegen zu suchen, wie sie die unlizenzierten Bänder mitbenutzen können. Das Problem ist, wenn das passiert, unsere WLAN-Funk kann dann quasi eigentlich nichts mehr hören, wenn diese Aktivitäten in der Nachbarschaft passieren. So, hier sind einige frühere Messungen, die Leute gemacht haben, die ganz klar zeigen, dass
die Gegenwart von einem LTU-Basisstation quasi die Performance komplett demoliert, die man im 5 GHz Wi-Fi sonst sehen kann. Es ist also eine Frage von Regulierungen, wie streng die das sein werden mit gleichem Zugriff und gleicher Restriktion. Wenn das wirklich echt wäre, braucht man keine Regulierung. Dann, wenn du einen gleichen Zugriff hast, dann benutze das gleiche Medienzugriffsprogramm. Erst hören, dann sprechen und dieselben Rechte für jeden. Aber der gesamte Punkt verschwindet dann, weil es dann keine Unterschiede gibt zwischen den Standards. Und ich denke, dass es zum Teil deshalb ist, dass wir angefangen haben, uns darüber zu unterhalten, die Diskussion zu führen. Lasst mich das überspringen hier, bitte. Die FCC und die Europäische Kommission, oder die Europäische Kommission hat schon, aber die FCC ist kurz davor, neue Gesetze zu verabschieden, die versuchen, wie soll ich sagen, wenn du das neue Gesetz anguckst, dann siehst du, die wollen versuchen, es unmöglich zu machen, dass Leute die Router-Settings verändern, und die wollen vor allen Dingen die Unibands, sind besorgt um die Unibands. Und der offizielle Grund ist, ich glaube, es ist kein Zufall, dass es darum geht, unsere Freiheiten einzuschränken. Und zur gleichen Zeit gibt es einen so einer Art zweiten Nutzer. Der erste Nutzer ist der Wetterradar, und jetzt gibt es auf einmal einen zweiten Nutzer. Also die Wi-Fi-Nutzer sollen quasi so limitiert sein wie möglich. Das ist, was ich als Gefühl wahrnehme. Der Channel-Low-Patch wird uns erlauben, da man immer noch oben Software drauf laufen lassen kann, dann kann man da zumindest LLA-Sachen, also Auslastung erkennen, die wahrscheinlich vielleicht diese Probleme verursachen. Ich glaube, ich habe einen kleinen Comment, den ich einfach jetzt mal überspringe. Meine Message, die ich euch rüberbringen möchte, ist: Wir sollten diese Spektrum-Ressourcen behandeln als unsere ein gemeines Gut. Es ist sowas wie das Recht für freie Sprache im elektromagnetischen Feld. Wir brauchen die, und wir müssen sicherstellen, dass wir die Freiheit des Ausdrucks auf dem elektromagnetischen Bereich auch nicht verlieren. Also das ist mein Punkt. Darum geht's. Questions? Gibt es Fragen? Okay. So we have some more time for questions. Okay, wir haben noch ein paar Minuten ein bisschen Zeit für Fragen. Wenn du Fragen bitte ans Mikro oder ins IRC. Es gibt Engel, die die Fragen für euch vorlesen. Frage Nummer 1 von Mikrofon Nummer 1. Gibt es ein paar Regeln, wo es darum geht, wo man rechts sehen kann, welche DPU erstellt? Ich verstehe das nicht so ganz, weil Sie haben gesagt, das ist ein QBSS wird von den gesendet von allen. Man sieht auch, dass normale Stationen auch dort gezeigt werden, die deren eigenes Sicht gezeigt haben, welche Interferenz sie sehen. Wie wird das gemacht, wenn es nur der Access-Punkt, der sendet? Woher weiß man, dass die einzelnen Stationen drumherum das erkennen? Nee, es geht nicht um den Sichtpunkt der Station. Was ich sagen wollte, es gibt viele Zugriffspunkte und irgendwie alle geben ihre eigene Ansicht. Das gibt ja dann eine globale Ansicht. Okay. Aber die sind alle auf demselben Channel? Ja.
einzige Verkäufer implementieren das. Wenn jemand dieses Patch benutzt, sind die kompatibel untereinander? Das heißt, wenn man eine Cisco-Arbeitszeit hat. Ja, ja. Okay, next question. Nächste Frage. Mikrofon 4, bitte. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Noch eine kurze Frage. Sie haben eine gezeigt, wie die Westwire-Performance reduziert wird, wenn eine Base Station in der Nähe ist. Schauen Sie, dass irgendjemand das macht, weil jeder benutzt Wi-Fi, da wäre es ein großer Fehler. Das kann nicht wirklich so schlimm werden. Also Wi-Fi würde einfach nicht mehr funktionieren. Wir werden sehen. Also ich denke da so wie Sie, aber müssen wir sehen. Okay, ich sehe, wir haben eine Frage da oben beim Mikrofon Nummer 5. Hallo, ja, ich habe eine kurze Frage über die Messungen. Haben Sie sich angeschaut, wie die funktionieren, wenn man Daten durch einen Access Point durchschickt, wenn man herausfinden kann, bevor man versucht, Daten zu senden, rauskriegen kann, wie der Durchput sein könnte? Nein, aber das ist eine interessante Idee, eine Abschätzung für zu erwartenden Durchsatz. Das wäre eine gute Idee. Danke, sehr gut. Mikrofon Nummer 4, bitte. Hallo. Welche Daten bekommen Sie wirklich von der Hardware und ist es ähnlich von den ganzen Geräten? Ja, die Daten, die wir bekommen, sind Zyklen, Taktzyklen. Also wir benutzen die Beacon Cycle Counter oder die Receive Cycle Counter und in den meisten Treibern sind die verfügbar beim Netzwerk, durch die Netzwerkschnittstelle. Und der Patch liest sie einfach nur aus und stellt sie da. Sehr einfach. Die meisten üblichen Hardware, die es gerade gibt, unterstützen diese Funktion. So, Mikrofon 1, bitte. Hallo. Haben Sie eine Idee, wie man das Spektrum frei halten kann? Ich glaube, der einzige Weg, den wir haben, ist darstellen, was wir damit tun. Und wenn man das weiter denkt, dann sieht man, okay, meine Nachbarschaft ist voll mit dem Zeug. 90% des LTU-Transition, also versuche ich da was zu machen. Aber wenn ich es nicht wahrnehme, dann kann ich auch nicht handeln. Okay, jetzt haben wir eine kurze Frage aus dem Internet. Essen diese Chipsets alle Interferenz oder benutzen sie auch... Sorry, can you say it again? Do these Chipsets measure all interfaces or just... Messen die alle Interfaces oder nur das mit anderen WLAN-Schnittstellen? Ich verstehe die Frage nicht. Chips use only the user interfaces? All interfaces or just the user interface, especially interfaces? Or just by Wi-Fi? Just Wi-Fi. Nur Wi-Fi. Das würde ich jetzt sagen. Aber ich verstehe nicht ganz. Yeah. Okay. Sie benutzen nur Wi-Fi anscheinend. Ja, Mikrofon 4 bitte. Haben Sie sich angeschaut, ob der Quantum-Spektrum-Analyser funktioniert? Ja. Ist der wirklich sinnvoll? Kann man die Daten damit verbessern? Das ist eine nette Funktion. Wir haben mit denen gespielt, wir haben aber den Eindruck gehabt, dass es irgendwie nur punktuell Beispiele gibt. Ja, es ist damit nur alle halbe Minute. Um die Kanalauslastung abzuschätzen, das ist wirklich nicht so gut. Also man kann klassifizieren, was für eine Art Interferenz es ist und das sollte man auch grafisch darstellen. Vielleicht ist das auch andere Router, die diese Option haben, aber es gibt nicht wirklich eine DDWRT-Option dafür im Moment gibt. Und das ist nicht sehr einfach, das Händen für Hand zu machen. Also es wäre super, wenn man da eine Software schreibt. So, ja klar, wenn jemand interessiert ist, bitte sprecht mich an. Wir haben noch Zeit für eine kurze Frage. Mikrofon Nummer 4, bitte. Ich wollte fragen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit 5 GHz oder ist da eine Möglichkeit, mehr Informationen vom Client zu bekommen, welche Aktivitäten er erkennt. Von der Client-Seite, welchen Client meinen Sie?
Ja, der Client wie ein Mobiltelefon oder ein Laptop. Also, der Wi-Fi-Client schickt normalerweise keine Beacon. Ist das, was Sie meinen? Ja, das können wir jetzt vielleicht andere Management-Frames benutzen. Zum Beispiel Prop-Requests, die die ganze Zeit senden. Das wären zusätzlich 7 Bytes. Können wir auch benutzen. Okay, for everybody who still has a question, für alle Leute, die noch Fragen haben, Paul wird nachher im Foyer sein, da können Sie ihn treffen und können die weiteren Fragen ihm stellen. Vielen Dank, es war sehr nett, der Vortrag, und ein letzte Runde Applaus. Und hier habt ihr die Übersetzung des Vortrages. All up.